Hi ihr da draußen und herzlich willkommen zu diesem Video. Wie schon angekündigt, geht es heute um meine Top 10 Anime-Serien. Zugegebenermaßen habe ich noch nicht wirklich viele Anime geschaut, da ich erst seit anderthalb Jahren Otaku bin, wenn man das so sagen kann. Aber natürlich habe ich 10 Serien zusammenbekommen und ja, dann wünsche ich auch noch viel Spaß für meine Liste. Und dann fangen wir auch gleich mit Platz 10 an. Dieser geht an Jan die Kamikaze Divin. Von dieser Serie habe ich erst 2 Folgen geschaut und ich fand es eigentlich recht gut. Es ist auch sehr witzig. Aber eine Sache, die mir nicht so gut gefällt, ist der Zeichenstil. Ich meine, wenn die Augen so groß sind wie der halbe Kopf, dann ist das auch nicht mehr schön. Aber ansonsten finde ich die Serie gut und ich werde sie mir auch weiterhin anschauen. Auf Platz 9 ist Inuyasha gelandet. Davon habe ich bisher 5 oder 6 Folgen gesehen. Auch diese Serie finde ich sehr gut. Ich meine, sonst wäre sie ja nicht in meiner Top 10 Liste. Also ich finde die Sache mit dem mittelalterlichen Japan sehr cool, auch wenn dieses Zeitreisending schon ziemlich oft gemacht worden ist. Hier ist der Zeichenstil auf jeden Fall schöner und der Anime ist auch wieder an manchen Stellen ziemlich lustig. Auch diese Serie werde ich natürlich weiterschauen. Platz Nummer 8 geht in eine der erfolgreichsten Anime- und Manga-Serien überhaupt, wenn nicht sogar die erfolgreichste, One Piece. Ja, ich weiß, alle One Piece-Fans da draußen kriegen gerade einen Wutanfall, weil es nur auf Platz 8 ist. Aber hey, das ist eben meine Meinung. Der Grund, warum es so weit hinten ist, ist vor allem der Zeichenstil. Ich mag den Zeichenstil von One Piece leider überhaupt nicht, da mir das oft einfach viel zu übertrieben und unrealistisch ist. Ich meine, da sind Personen, die sehen aus, als wären sie 4 Meter groß und 2 Meter breit. Also, sorry, aber sowas finde ich einfach hässlich. Aber trotzdem mag ich One Piece, weil es spannend und auch sehr lustig ist und deswegen ist es auf Platz 8 gekommen. Auf Platz 7 haben wir Pokémon. Wer kennt es nicht? Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ja, ich weiß, vor allem die Pokémon-Folgen der früheren Staffeln sind oft langweilig und laufen immer gleich ab. Aber ich mag den Anime trotzdem, denn ich liebe einfach diese Welt, in der die Menschen alle so freundlich sind und ihnen helfen wollen und in der man sich über jede Kleinigkeit freut. Und so kitschig und absurd das auch klingen mag, ich finde, genauso sollte unsere Welt eigentlich sein. Ach ja, und übrigens finde ich, dass der Anime immer besser wird. Zum Beispiel die neuen Folgen von XY sind weniger kindisch und auch spannender. Und ja, ich gucke mir sowas halt gerne an und ich bin mir sicher, da bin ich nicht die Einzige. Auf Platz Nummer 6 hat es Yu-Gi-Oh! 5Ds geschafft. Ich habe natürlich auch schon in alle anderen Yu-Gi-Oh! Serien reingeschaut, aber ich muss sagen, mir hat Yu-Gi-Oh! 5Ds am besten gefallen. Das war übrigens die 3. Yu-Gi-Oh! Serie. Ich finde auch, die ist erwachsener und spannender als zum Beispiel die Originalserie oder Yu-Gi-Oh! GX. Yu-Gi-Oh! Sechsel finde ich auch sehr cool, aber die neue Serie Yu-Gi-Oh! Arc 5 dagegen finde ich jetzt nicht so gut. Die ist nämlich wieder kindlicher und auch nicht besonders spannend, wie ich finde. Aber wie schon gesagt, finde ich Yu-Gi-Oh! 5Ds richtig gut und deshalb ist das auch stellvertretend für alle Yu-Gi-Oh! Anime auf Platz 6 gelandet. Platz 5 geht an Naruto. Als ich die Serie zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh Gott, was ist das denn? Aber dann mochte ich es doch und mittlerweile finde ich es so gut, dass es auf Platz 5 gelandet ist. Ja, es ist witzig, spannend und der Zeichenstil ist auch nett. Demnächst werde ich mir dann auch mal Naruto Shippuden anschauen, weil mir schon so viele gesagt haben, dass Shippuden besser als die Originalserie ist. Und davon möchte ich mich gerne selbst überzeugen. Aber natürlich werde ich auch Naruto weiterschauen, denn ich finde diesen Anime sehr interessant. Auf Platz 4 haben wir Angel Beats. Den Anime habe ich erst vor kurzem das erste Mal gesehen und ich fand ihn richtig geil. Er ist sehr lustig und manchmal auch traurig und der Zeichenstil ist auch hier wieder total hübsch. Leider hat die Serie nur 13 Folgen, was ich sehr schade finde, denn ich bin schon mit der Hälfte durch. Aber ja, es ist ein sehr cooler Anime. Ich hätte ihn gerne auf Platz 2 oder 3 gepackt, aber es gab dann doch noch 2 andere Anime-Serien, die ich etwas besser fand. Und zu denen kommen wir jetzt auch schon. Platz Nummer 3 geht an Tokyo Mew Mew. Ich liebe Magical Girls und Tokyo Mew Mew ist eine der besten Magical Girl Anime, die ich kenne. Der Zeichenstil ist einfach nur wunderschön. Und auch wenn es vielleicht etwas kitschig ist, mag ich die Serie doch sehr gerne. Ich bin gerade mit dem Manga durch und auch bald mit der Anime-Serie. Die gibt es leider nicht auf Deutsch, sondern nur auf Japanisch, weswegen man sie sich hierzulande leider nicht auf DVD kaufen kann. Wenn das gegangen wäre, hätte ich es gemacht, denn ich liebe diese Serie sehr und sie hat nur ganz knapp Platz 2 verfehlt. Und zu dem kommen wir jetzt, das ist nämlich Detektiv Conan. Anfangs dachte ich, ja, das ist halt eine dieser Kinderdetektivserien, in denen man eh schon gleich weiß, wer der Täter ist.
Der Grund, warum ich mir die Serie dann doch angeschaut habe, war, dass ich die Story mit dem kleingeschrumpften Shinichi Kudo cool fand. Und als ich mir den Anime dann endlich mal angeschaut habe, war ich so geflasht davon, dass ich mir dann noch gleich zwei Folgen anschauen musste. Wenn ich Detektiv Conan schaue, muss ich mir gleich immer drei Folgen oder so hintereinander reinziehen, weil ich den Anime einfach nur so cool finde und so spannend. Und das Beste, man weiß wirklich nie vorher, wer der Mörder ist. Und wenn man es dann weiß, denkt man nur so, welcher normale Mensch kommt denn bitte auf sowas? Also, Detektiv Conan ist wirklich verdammt cool und wenn ihr es noch nicht geschaut habt, dann müsst ihr das unbedingt mal machen. Ich weiß, es ist offensichtlich, was denn jetzt mein Platz 1 ist, denn ich habe es schon in vielen meiner Videos erwähnt und man sieht es auch an meinem Namen. Es ist Sailor Moon. Mit dieser Serie hat bei mir alles angefangen. Durch sie ist bei mir vor anderthalb Jahren der große Anime-Boom ausgebrochen. Bei Sailor Moon stimmt einfach alles. Interessante Charaktere, es ist witzig, es ist spannend, manchmal traurig, manchmal romantisch. Es ist einfach alles dabei. Und wie ich vorher schon gesagt habe, ich liebe Magical Girls. Daran ist wohl die liebe Usagi alias Sailor Moon schuld. Sailor Moon ist übrigens die einzige Anime-Serie, mit der ich schon komplett durch bin. Bis auf Fire Emblem, aber das hatte ja nur zwei Folgen. Ich weiß, viele mögen sagen, Sailor Moon ist kitschig oder nur was für kleine Kinder oder total seltsam oder was auch immer, aber es wird für mich immer meine Lieblingsserie bleiben. Und dann bleibt für mich jetzt nur noch eins zu sagen. Im Namen des Mondes bedanke ich mich dafür, dass ihr dieses Video angesehen habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer würde ich mich sehr über Kommentare freuen, in denen ihr mir sagt, was gut war und was ich vielleicht noch besser machen könnte. Ja, und dann höre ich auch schon auf mit meinem Gelaber. Vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Video. Bis dahin, bye bye!